Ich will mal darüber reden, was Europa ganz konkret vor Ort für uns bedeutet, wie sehr wir auch von Europa profitieren. Und dafür ist diese Kohäsionspolitik also eigentlich das beste Beispiel. Wir haben hier Projekte, ganz prominente Projekte in der Vergangenheit gehabt, mit einer außergewöhnlichen auch Sichtbarkeit in einer Stadt wie Hannover, wenn wir uns etwa nur den Erweiterungsbau Sprengelmuseum angucken. Schon in den europäischen Verträgen ist festgelegt, dass die Europäische Union den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt und die Solidarität der Mitgliedstaaten fördert. Kohäsionspolitik ist also mit Mitteln aus der Europäischen Union gelebte Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten. Sie ist aber keine Umverteilungspolitik von oben nach unten. Dazu gibt es dann auch von den jungen Leuten Veranstaltungen. Ja, ich glaube, dass diese Themen ihrer Weiterentwicklung, also die haben gemerkt, so selbstverständlich ist es eben nicht mehr wie früher. Wir müssen uns engagieren, wenn wir das weiterhin so haben wollen. Und wo sind unsere jetzt dringenden Probleme und wie können wir die möglicherweise im europäischen Zusammenhang lösen? Also das sind so die Hauptmotive, die ich kennengelernt habe. Aber auch der Austausch. Es gibt dann auch junge Studenten, die sich dann eben treffen, haben sie mir mal erzählt, wo sie dann eben europäisch kochen. Also jede Woche woanders und dann immer ein anderes Nationsvorbild, was dann gemeinsam gekocht und gegessen wird. Also es gibt dann sehr kreative Dinge, die da durchaus stattfinden. Die Kohäsionspolitik ist die Politik, die nicht in den Mitgliedstaaten guckt, sondern tatsächlich in den Regionen, also an eine lokale Ebene, um richtig die Bedürfnisse, die lokalen Bedürfnisse anzusprechen. Deswegen, es gibt keine EU ohne die Kohäsionspolitik. Ich frage mich da oft, ist das notwendig, dass das von der EU gefördert ist? Wir haben ja nicht gesprochen von den Geldern, die wir an die EU bezahlen. Für mich ist es wichtig, dass die Jugend einbezogen wird. Die Jugend ist unsere Zukunft. Und wenn wir die nicht begeistern für unser Europa, das heißt Jugendzentren aufbauen, europäisch gestalten. Komischerweise hat sich ausgestellt aus einer Studie, dass die Regionen in England, die mehr Kohäsionspolitik-Finanzierungen bekommen haben, da tatsächlich die meiste Population hat von Brexit gewählt. Natürlich sind die Briten genauso wie die Deutschen und die Holländer und etliche andere Länder auch Nettozahler. Wenn man das eben nur darauf fokussiert, Sie wollten das ja gar nicht, haben Sie ja gesagt, aber es gibt eine Menge Leute, die machen genau das. Ich kriege das jetzt auch schon ein bisschen wieder mit, das sind so kleine Egoismen, die man hier auch merkt, ne? Autos oder Lust und jeweils. Das ist der Punkt, das muss man abgelegt werden oder jeder sollte so tolerant sein, dass einer gerne Autos hat oder einer sein E-Bike hat. Aber weil ich das auch mitgekriegt habe, diese Mitnahmementalität von Förderprojekten. Und auch Leute ungeschult, so ein Schweinewirt oder irgendwie Tierhaltung oder ein Agrarbereich, gab es den Führerschein dazu. Und dann sicher auch noch Zeit, ein bisschen weiter miteinander zu sprechen und im Dialog miteinander zu sein.